Stehen bleiben. Sind Sie Perry Food? Wer sind Sie dann? Hey! Langsam. Langsam, ihr beiden. Ich bin Perry Food. Und weiter? Ich habe euch beide hierher bestellt. Charles Turetti, Dan Masters. Mag's eigentlich nicht, wenn einer die Spielregeln nicht einhält. Ich dachte, sie wären allein. Sonst hätte ich mich nicht gezeigt. Ich will euch alle beide für denselben Job. Was für einen Job? Ich will, dass ihr Archie Goodwin umlegt. Zwei. Eine Kugel tut's doch auch. Ah, Goodwin ist ein Profi. Er ist immer auf der Hut. Ein Mann genügt da nicht. Darum ihr beide. Die Besten in der Branche. Und Goodwin ist erledigt. Zu dumm. Ich teile mein Honorar nicht gern. Ich brauch keinen Partner. Ich steck lieber alles in meine eigene Brieftasche. Moment. Wer sagt denn irgendwas von Teilen? Ich will nur ganz sicher gehen. Jeder von euch kriegt die volle Summe. 25 Riesen für jeden? Das Doppelte, wenn ihr auch Nero Wolf erwischt. Das wird noch schwieriger sein. Er geht kaum aus. Hier sind erstmal 10 für jeden. Den Rest kriegt ihr, wenn ich Goodwins Todesanzeige lese. Oder die von Nero Wolf. Was haben Goodwin und Wolf Ihnen denn getan? Ich muss ein Versprechen einlösen. Was für ein Versprechen? Vor 5 Jahren, der Banküberfall. Wisst ihr noch? 2 Millionen Dollar Beute. Die Hudson Bank. Sie waren das? Mit meinem Partner, Clay Baylor. Goodwin hat Clay Baylor später hochgehen lassen, wissen Sie? Clay hat den Bullen kein Wort über mich gesagt. Sein Schweigen hat seinen Preis. Sie wollen es Goodwin also heimzahlen. Und auch diesem Wolf. Ich habe Baylor mein Wort gegeben. Seht nach, ob er tot ist. Die Nacht nicht überleben. Kann er sprechen? Nur mit großer Anstrengung. Er hat was gemurmelt von Archie Goodwin und Nero Wolf. Und dass er jemanden von der Polizei sprechen will. Weil man auf ihn geschossen hat? Vermutlich.
Können Sie mich verstehen? Möchten Sie mit Inspektor Kramer sprechen? Er ist hier. Bitte sprechen Sie. Ich kann Sie nicht verstehen. Gut wie in Söten. Und Nero Wolf. Auftrag. Woher wissen Sie das? Hab's gehört. Wer hat den Auftrag gegeben? Wissen Sie das? War es der Mann, der auf Sie geschossen hat? War es der? Wollen Sie was über den Killer sagen? Sind Sie außer Dienst? Wenn das ein Scotch ist, ja. Danke. Der Mann hatte eine Schusswunde, Mr. Kramer. Er befand sich im Delirium. Wer weiß, was er tatsächlich gehört hat. Sie haben doch Instinkt, Wolf, so wie ich. Ich glaube, er hat genau das gehört, was er ausgesagt hat. Ich bin geneigt, der gleichen Meinung zu sein. Sie meinen, er ist da hineingestolpert, weil er zur falschen Zeit am richtigen Ort war, ja? Es sieht ganz danach aus. Wusste gar nicht, dass es jemanden gibt, der auf uns so böse ist. Scheint aber so. Okay, wir bringen einen zweiten Türriegel an. Hören Sie, am besten ich postiere Wachen rund ums Haus. Sowas schätze ich nun gar nicht, Mr. Kramer. Meine Privatsphäre ist mir heilig. Nur bis sich die Dinge beruhigt haben. Was erwarten Sie sich davon? Ja, zumindest so viel, dass ich mir keinen schwarzen Anzug für Ihre Beerdigung zu kaufen brauche. Wenn er von einem Auftrag sprach, dann ist ein Berufskiller angeheuert worden. Und wenn der Wind davon bekommt, dass Ihre Männer in der Nähe sind, dann wird er warten, bis Sie wieder weg sind. Vielleicht gibt er aber auch vorher auf. Wenn er genug Geld dafür bekommt, wird er sich Zeit lassen, bevor er einen Versuch unternimmt, den Auftrag auszuführen. Heißt das, Sie wollen die Dinge einfach auf sich zukommen lassen? Aber Inspektor, der Killer wird doch ganz bestimmt wissen, dass der Mann, auf den er geschossen hat, nicht tot war, als der Krankenwagen kam. Also weiß er auch, dass er noch mit jemandem sprechen konnte. Wer wird sich in Geduld fassen, bis sich die beste Gelegenheit bietet? Und was wollen Sie inzwischen unternehmen? Herausfinden, wer er ist. Genau das. Vielleicht kann ich auch einen schwarzen Anzug leihen. Mr. Kramer? Ja? Wie machen Sie das? Was? Wie kommen Sie nur aus dem Sessel, ohne sich aufzustützen? Eine Frage der Willensstärke. Sie haben einen köstlichen Humor, Mr. Kramer. Ich will mich nur ärgern. So, ich glaube, mehr können wir nicht tun. Ich werde Sie beobachten. Wenn es zu einer Krise kommt, werde ich Sie sofort verständigen. Ja, Archie? Eine Liste von Leuten, die in Frage kommen könnten, habe ich in unseren Akten gefunden. Niemand bezahlt einen Mörder, wenn man ihm nicht irgendwann den Kotflügel verbeult hat.